Willkommen zum neuen Unboxing-Video. Meine Partnerin hat sich da so ein Vorratsdosen-Set gekauft für Weihnachtskekse. Denn ja, jedes Mal, wenn sie Weihnachtskekse backt und dann das Ganze in Dosen verpackt, dann an die Verwandtschaft übergibt, ja, verschwinden die Dosen genauso wie die Kekse. Um die Kekse ist es ja nicht zu schade, aber jedes Jahr immer neue Vorratsdosen kaufen, nur weil man Kekse backt. Also ja, aber anscheinend muss das sein. Ja, irgendwie will man ja nicht die Verwandtschaft und so wegen so Keksdosen angehen, wo die Keksdosen sind. Und da hat sie sich eben wieder so ein dreiteiliges Keksdosen-Set gekauft. Eines ist mit 13 cm Durchmesser, eines mit 17 cm und eines mit 20 cm. Und das Ganze hat nur 5,49 Euro gekostet. Und jetzt werden wir mal da hineinschauen. So, schaut aber ziemlich weihnachtlich aus. Auf jeden Fall die Kekse schon auch gut aus. Na gut, der Keksteig ist jetzt nicht so meins. Das ist irgend so ein Vollkornteig oder was weiß ich. Na, auf jeden Fall, das Bild schaut ziemlich gut aus. Und jetzt werden wir uns einmal die anderen Keksdosen anschauen. Aha, das ist wie mit den kleinen russischen Puppen, wo da immer kleinere und kleinere drin sind. Und das ist die kleinste. Also da kann man richtig gut aufteilen, wie nah die Verwandtschaft ist. Die was am weitesten zu einem stehen, verwandtschaftlich, die bekommen natürlich nur eine kleine Dose mit Kekse. Und ja, Familienmitglieder, die bekommen eine große Dose. Also das ist schon ziemlich gut. Und ja, die einem nicht so nahe stehen, sollen sich ja nicht vollfressen, sondern nur auf den Geschmack kommen, selber Kekse zu backen. So, drei Keksdosen sind drin. Und packen wir das Ganze mal ein, damit man das gut sehen kann. Diese drei Dosen. Und so schaut das Ganze dann aus. Ich hoffe, die Bilder sind auch, halte ich auch richtig. Ja. So. Na? So schaut das Ganze aus. Und so ein Dreier-Set kostet nur, ja, 5,50 Euro haben wir bezahlt. Und da kann sich die Verwandtschaft wieder über neue Keksdosen freuen. So, das war's von diesem kurzen Unboxing-Video mit dem Keksdosen-Set. Dachte mir, ja, ein wenig Haushaltsartikel wieder mal in den Unboxing-Videos wäre nicht schlecht. Und ja, meine Partnerin hat eben dieses Keksdosen-Set gekauft. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch ein Unboxing-Video über die Keksdosen. Und ja, vielleicht eine gute Idee für jemanden, der auch gerne Kekse backt.